Und wenn wir schon dabei sind, Deutschland ist nicht nur keine Firma, Deutschland ist auch nicht besetzt. Lieber, du schreibst mir, die BRD sei kein richtiger Staat, sondern eine Firma. Das ist falsch. Deutschland ist keine Firma. Es gibt allerdings eine im Frankfurter Handelsregister eingetragene Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Die kümmert sich um Kredite für den Bundeshaushalt und ist deshalb eine GmbH, damit sie privatwirtschaftlich agieren kann. Das heißt aber nicht, dass der Staat, in dem wir leben, eine Firma ist. Auch wenn die Bundesrepublik Deutschland alleiniger Gesellschafter ist. Nur weil eine Firma gegründet wird, wird dadurch der Gesellschafter oder Besitzer selbst ja nicht zur Firma. Das wäre ja so, als ob ich zu einer AG würde, nur weil ich eine Aktie kaufe. Das gleiche gilt für die vielen Facebook-Poster, die sämtliche Handelsregister des Landes nach Behörden durchsuchen. Ja, Behörden sind dort eingetragen, weil sie unter anderem auch wirtschaften. Viele Dienstleistungen wurden inzwischen ausgelagert, in Firmen. Die kaufen dann beispielsweise Klopapier oder entsorgen den Müll. Dazu müssen sie handeln können, wie es halt eine GmbH tut. Und das ist oft schlicht effizienter als Behörden und Beamten. Aber kein Staat dieser Welt ist eine Firma, nur weil er seine Funktionen an Firmen abtritt. Und wenn wir schon dabei sind, Deutschland ist keine Firma, aber Deutschland ist auch nicht besetzt. Bestimmte Leute behaupten zwar, Deutschland sei kein eigenständiger souveräner Staat, sondern immer noch von den Alliierten besetzt. Man nennt Menschen, die das glauben, auch Reichsbürger oder Reichsideologen. Solche Menschen sagen dann auch, Angela Merkel wäre gar keine deutsche, sondern eine amerikanische Kanzlerin, weil wir ja von den USA besetzt sind. Das ist falsch. Die DDR bekam ihre Souveränität durch eine UdSSR-Erklärung aus dem Jahr 1954. Die Bundesrepublik Deutschland gilt seit dem Deutschlandvertrag aus dem Jahr 1955 als souverän. Und seit den 2+4-Verträgen von 1990 gilt dies für die Vereinigte Bundesrepublik als Ganze. 2+4 heißt DDR und BRD auf der einen Seite, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion als ehemalige Alliierte auf der anderen. Der Vertrag regelt die Eigenständigkeit Deutschlands. Und klar hat die BRD viele Abkommen, Verpflichtungen, Verträge in und mit der internationalen Staatengemeinschaft und kann eben nicht mal ebenso einfach machen, was sie will. Dafür hat sich die BRD aber selbst und in freien Stücken also souverän entschieden. Das gilt aber eigentlich, ehrlich gesagt, für alle Länder auf dieser Welt. Und apropos Geheimverträge. Viele Reichsbürger behaupten ja auch, es gäbe nicht nur Geheimverträge, sondern es fehlten auch gewisse Verträge. Ein Friedensvertrag zum Beispiel. Das heißt kurz und knapp, ohne Friedensvertrag sind wir ja eigentlich noch immer im Krieg mit diesen Alliierten. Erwischt, tatsächlich gibt es keinen Friedensvertrag mit den damaligen Siegermächten. Das heißt aber nicht, dass deswegen automatisch Krieg herrschen muss. Es gab bereits in den 1950er Jahren einseitige Friedenserklärungen der Alliierten an die BRD und die DDR. Und vor allem gilt der 2+4-Vertrag als Friedensvertrag. Der macht somit einen gesonderten Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten hinfällig. Und last but not least schickst du mir Artikel 146 aus dem Grundgesetz, um zu behaupten, dass Deutschland gar keine Verfassung habe, weil das deutsche Volk erst darüber abstimmen müsste, was wiederum in Artikel 146 des Grundgesetzes steht. In dem Artikel steht: Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieser Artikel bedeutet lediglich, dass das Grundgesetz von einer anderen Verfassung abgelöst werden kann. Nicht, dass das geschehen muss oder dass das Grundgesetz gar keine Verfassung ist. Was stimmt? Die Verfasser haben den Begriff Grundgesetz bewusst gewählt, um die temporäre Dauer des Dokuments und des Staates BRD zu betonen. Denn als das Grundgesetz parlamentarisch verabschiedet wurde, gehörte zum Beispiel die ehemalige DDR nicht zur BRD. Also temporär. Trotzdem ist das Grundgesetz eine vollständige Verfassung mit allem, was man braucht. Und allein der Name disqualifiziert es schon mal nicht. Die Verfassung der Amerikaner hat übrigens gar keinen Titel und fängt einfach mit We the People an. Und das Vereinigte Königreich von Großbritannien existiert seit über 300 Jahren ganz ohne geschriebene Verfassung oder ein Grundgesetz. Das geht also auch. In diesem Sinne, viele Grüße von deiner unbesetzten Bürgerin.